eine Ehre, an diesem Tag der internationalen Demonstrationen gegen die Islamisierung bei euch in Warschau sprechen zu dürfen. Und ich bringe euch herzliche Grüße aus Sachsen mit. Liebe Freunde, es ist mir auch ein Bedürfnis, ein paar Worte an euch richten zu können. Ich spreche für Tausende, wenn nicht gar für Millionen Deutsche, wenn ich sage, dass wir uns schämen für unsere deutschen Politiker und unsere deutschen Medien. Bravo! Wir schämen uns für ihre Überheblichkeit, ihre Anmaßung und ihre Einmischung in eure nationalen Angelegenheiten. Wir schämen uns für die abwertenden Äußerungen deutscher Politiker, die eure demokratisch gewählte Regierung kritisieren und damit den Wählerwillen der Polen in Frage stellen. Wir schämen uns für die Dreistigkeit deutscher Politiker, die meinen, euch Polen Nachhilfe in Demokratie und Freiheit geben zu müssen. Das, was an deutsch-polnischer Freundschaft aufgebaut wurde, wird von der linken Merkel-Regierung und den deutschen Medien zerstört. Wir schämen uns für die eitlen Gottspieler an der Spitze der EU, die allen Ernstes davon sprechen, Polen unter Aufsicht stellen zu wollen. Diese selbstgefälligen Feudalisten, die in Brüssel in ihren glänzenden Palästen sitzen, aber nichts gegen den Niedergang des europäischen Kontinents tun. Sie zeigen vollständiges Versagen. Diese EU ist gescheitert. Diese EU gehört zerstört. Je eher, desto besser. Freunde, ich versichere euch, die deutschen Bürger denken nicht wie unsere Politiker. Im Gegenteil, sie schauen voller Respekt und Anerkennung nach Polen. Denn ihr habt die Wende zu einer konservativen, an nationalen Interessen ausgerichteten Politik geschafft. Wir patriotischen Deutschen schämen uns vor allem für unsere Kanzlerin Merkel, die die Invasion Europas durch Massen muslimischer Männer angeheizt hat. Täglich erleben wir tausendfache Verfassungsbrüche durch illegale Einwanderung an unseren Grenzen. Doch Frau Merkel will unsere Grenzen nicht schützen. Dafür schützt Frau Merkel und ihre Jünger die Muslime. Für Christen und Deutsche gibt es keine Gnade. Kirchen werden zu Moscheen umgebaut. Christen werden in Asylheimen Opfer von Angriffen durch Muslime. Wir haben Scharia-Zonen, Patriarchat, Polygamie, Kinderehe, Beschneidungen, Hassprediger, Schächten. Und wir haben Parallelgesellschaften und No-Go-Zonen, in die sich nicht einmal mehr die Polizei hineintraut. Vor kurzem konnte in Deutschland erst im letzten Moment eine Steinigung verhindert werden. In vielen Städten können Frauen abends nicht mehr auf die Straßen gehen. Der Sex-Terroranschlag an Silvester wurde tagelang von der Politik und der Presse verschwiegen. Erst als internationale Medien berichteten, zogen die Deutschen nach. Inzwischen gibt es fast 1000 Anzeigen allein in Köln. Auch die deutschen Medien praktizieren die kollektive Unterwerfung. Jeder, der aufbegehrt und Widerstand leistet, so wie wir jeden Montag in Dresden,
wird als Nazi und als Schande für Deutschland gebrandmarkt. Kanzlerin Merkel ist die gefährlichste Frau der Welt. Sie hat die Kontrolle über das Land, die Grenzen und vermutlich auch über sich selber aufgegeben. Sie macht einfach weiter. Wie ein stures, trotziges Kind führt sie ihren Vernichtungskurs fort. Das ist psychisch auffällig. Überall in Deutschland herrscht die Religion der Willkommenskultur. Wie Geisteskranke stehen junge Menschen an Bahnhöfen und beklatschen die hereinströmenden muslimischen Männermassen. Es muss ein kollektives Stockholm-Syndrom sein. Frauenrechtlerinnen sich mit den Tätern. Die Unterwerfung der Deutschen unter den Islam ist im vollen Gange. Deutschland ist verrückt geworden. Deutschland ist eine Freiluftpsychiatrie. Aber wie bei Asterix und Obelix gibt es kleine gallische Dörfer im Land, die Widerstand leisten. Das tun Menschen, die die Freiheit achten. Gebildete Deutsche, die die Vielfalt der europäischen Kulturen erhalten wollen. Deutsche, die für unsere christlichen Wurzeln und unsere aufgeklärten Werte kämpfen. Es sind Menschen, die seit 15 Monaten jeden Montag zu Tausenden in Dresden mit Pegida auf die Straße gehen, die für ganz Europa auf die Straße gehen. Die Islamisierung geht uns nämlich alle an in Europa. Merkels Moslems sind dabei, den Kontinent zu erobern. Und diesmal stehen sie nicht vor den Toren Wiens, diesmal greifen sie uns von innen an. Und wie bei der Wiener Schlacht von 1683 unter der Führung von Jan Sobieski, müssen die Europäer jetzt wieder zusammenhalten, heute mehr denn je. Damals waren es die Polen, die Litauer, die Sachsen, Bayern und Österreicher, die Seite an Seite gegen die islamische Invasion gekämpft haben und gewonnen haben. Bravo! Bravo! Damals waren wir alle Europäer. Die nationalen Unterschiede spielten keine Rolle, als wir gemeinsam für unser christliches Abendland gekämpft haben. Und so ähnlich ist es heute, wenn sich Parteien, Anti-Islam-Bewegungen und die internationalen Pegida-Ableger zu einer pan-europäischen Bewegung zusammenschließen, zur Festung Europa. Wir sind die echten Europäer und die, die dem Islam die Tür öffnen, sind die Feinde Europas. Noch ist Polen nicht verloren und Europa und Deutschland auch nicht. Bitte, liebe Freunde, lasst uns gemeinsam die Schlacht gegen die Islamisierung führen. Vielen Dank. Submit to their barbarism.